und herzlich willkommen zurück hier bei eurem Outsider. Heute mal wieder mit dem Tato mit dabei. Ja, Tato. Heute spielen wir mal wieder eine Runde PUBG auf dem Asien-Server. Na, jetzt aber mal ernsthaft. Wir machen das Video jetzt aus einem bestimmten Grund. Outsider, genau. Bitte die Einzelheiten. Und zwar ein Spezi, ein Freund von mir, veranstaltet jedes Jahr ein Charity-Event und er ist so Kampfsporttrainer hier in der Nähe und dieses Jahr veranstaltet er zum 21. Mal eben wieder dieses Charity-Event und dieses Jahr wird für das Charity-Event gespendet für den kleinen Finn. Finn wurde am 25.07.2014 geboren und hat leider das sehr, sehr seltene Charge-Syndrom, das heißt, er hat schon übermenschliche Operationen in seinem jungen Alter hinter sich gehabt und hat auch schon eine neue Herzklappe gebraucht und ich dachte mir einfach, weil ja der Kampfsporttrainer ein guter Freund von mir ist und der mich auch gestern noch dazu eingeladen hat zu dem Event, das am 22.10.2017 dann hier bei uns in Oberösterreich in Wels stattfindet. Falls ihr aus der Nähe kommt und auch vorbeischauen möchtet, könnt ihr ja gern kommen. Hier ist übrigens ein Typ bei mir. Wir sind ein Zweierteam. Und ich wollte ihn nicht unterbrechen. Und ich habe mir halt gedacht, weißt du was, man hört ja immer wieder im Internet von tollen Spendeaktionen und weiteres. Und ich habe mir einfach gedacht, ich nehme jetzt einfach mal unsere kleine Reichweite, fragt den Tauta auch noch, weil seine Reichweite ein bisschen größer ist als meine. Und vielleicht können wir, ich werde jetzt auch dann bald mal einen Spendenstream veranstalten. Lebst du? Jo, Moment. Ist er tot? Nope, momentan noch nicht. Du musst den einen in der Halle sein, der Kumpel ist noch woanders. Jo. Und ich dachte mir einfach, ich veranstalte so einen kleinen Spendenstream jetzt. Ist er jetzt tot? Bis... Ja, jetzt ist er tot. Aber sein Kollege läuft hier noch irgendwo rum. Oh, ja, er ist wieder. Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung, bei mir in der Halle wahrscheinlich. Ich glaube, das war drin im Haus irgendwo. Könnte, ja, das stimmt. Könnte das ein Haus gewesen sein. Ich dachte mir einfach mal, boah, schreck mich, Mann. Ich veranstalte einen kleinen Spendenstream und guck mal, was wir so dazu. Ja, was wir in der Lage sind dazu auch zu spenden. Du meinst, wir beide machen einen Spendenstream gemeinsam. Genau, ja. Wir Vollidioten, wir beide machen einen Spendenstream. Oh fuck, hier ist einer. Und gucken wir mal, was da so zusammenkommt. Oh, ich sehe ihn. Oh ja, ist hinterm Haus. Ich persönlich... bei deinem großen Polizeirevier? Jo. Okay. Da. Oh shit, ich bin ausgenockt. It's your turn. Ja. Wo bist du genau? Genau beim Haus. Oh ja, komm, guck mal, da ist er. Ah, Fail. Scheiße. YOLO, kann nicht dazu gucken und gleichzeitig erklären. Wie gesagt, wir machen einen Spendenstream, gucken wir mal, was da so zusammenkommt. Ich habe jetzt bei meinem Stream mal die Leiste eingestellt. Ich werde euch auch das Ganze nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken, die Internetseite familyandfriends.at, bei dem ihr das Ganze auch noch nachlesen könnt und vor allem auch die Geschichte nachlesen könnt von Finn und seinen unzähligen Operationen, die er sich mittlerweile schon über sich ergehen hat lassen müssen und seine ganze Zeit, die er stationär in Linz in Oberösterreich im Krankenhaus verbringen hat müssen. Und natürlich auch bei mir in der Videobeschreibung. Und ja, gucken wir mal. Wir werden jetzt öfter streamen, wir werden auch, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, morgen kommt das Video raus. Ja. Heute werden wir wahrscheinlich sogar schon einen PUBG-Stream starten, bei dem wir das Ganze nochmal ausführlich erklären und bei der ich dann also, wahrscheinlich auch... ganz kurz, mit heute meinst du Sonntag, den 16. Juli? Genau, das mit das, heute meine ich... Dass ihr das wirklich genau habt. Genau, mit heute meine ich Sonntag, 16. Juli um 15 Uhr. Wenn wir es schon so genau nehmen. Und also weiß ich nicht, wann bringen wir das raus? Mittag? Ja, hätte ich gesagt Mittag. Okay, in 3 Stunden. Kommt in 3 Stunden auf irgendeinen von uns 2 Twitch-Accounts.
Wir haben sowieso wieder das Ausrufezeichen Dream Team drin, wo ihr dann auch zum Multistream kommt. Wie dem auch sei, ich werde dann morgen nochmal die ganze Geschichte, so wie es die Mutter von Finn beschrieben hat, werde ich nochmal vorlesen und noch mehrere Details zu dem Ganzen ausgeben. Wie das dann abläuft und so weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen, falls wir wirklich ein paar Leute dazu ermutigen können, ein paar Euros da lassen zu können, weil, ja, naja, wenn... Ganz ehrlich, wenn wir schon die Kohle haben für sinnlose Spiele, das zum Ausgeben, haben wir doch auch die Kohle, das für was Sinnvolles auszugeben, oder Leute? Genau, ja. Das wäre auch meine Meinung. Und selbst wenn es nur ein Euro ist, wenn 100 Leute einen Euro spenden, haben wir schon 100 Euro zusammen. Genau. Ich für meinen Teil werde noch aus privater Kasse dann eben die 400 Euro noch dazulegen bis Oktober. Wir haben 93 oder 92 Tage noch Zeit, bis das Event stattfindet. Ich habe niemanden davon gesagt, dass wir, also von meinem Freund habe ich momentan noch nichts davon gesagt, dass wir so eine Aktion Internet starten. Mhm. Wär schön, wenn wir auf jeden Fall dann, wenn das Event da ist, ein paar Leute zum überraschen können mit sowas. Mhm. Also, zeigt mal uns Leute, wie die Gaming-Community zusammenhalten kann, das wäre super. Also ich weiß das aus anderen Streams auch, dass das auch funktionieren kann, und ich habe die Hoffnung und den Glauben an unsere Community, dass es das auch funktionieren wird. Genau, und dem bin ich auch der Meinung, ich habe auch schon zu Tauto gesagt, wenn wir wirklich was Ordentliches mit unserer Reichweite, die auch nur klein ist, aber trotzdem eine Reichweite ist, schaffen können, dann wäre das mal was richtig, richtig Nices, was richtig, was auch jemandem was bringt und wo wir im Endeffekt auch wirklich jeder was davon hat. Mhm. Und ganz besonders eben auch Finn. Und ja, wie gesagt, lest einfach nach. Es wird bei mir wahrscheinlich der erste Link in der Videobeschreibung. Danach kommt Tautau. Bei mir natürlich auch, also bevor die Spielbeschreibung kommt, generell, also gleich direkt der erste Link ist zu der Seite. Definitiv. Jo. Definitiv. Gucken wir mal, wie es wird. Vor allem bei Kleinkindern bin ich sowieso, meine Cousine hat zwei kleine Buben gehabt, davon ist der ältere ist eine Frühgeburt gewesen. Mhm. Also man hat, und ihr zweiter Sohn, der war dann ganz normal, also normal geboren, und das hast du schon in die ersten Jahre gemerkt, dass das einfach ganz anders ist. Also man hat so schon gemerkt, dass das rückentwickelt ist. Also jetzt halt geistig nicht, aber körperlich halt. Mhm. Und generell einfach Kinder. Es geht einfach um Kinder. Das sollte einfach Ansporn genug sein, Leute. Genau. Ich kann jetzt noch ein paar Details vorlesen. Ich habe gesagt, dass ich morgen nochmal die ganze Geschichte vorlese, eben. Ja. Ich gehe kurz. Also du meinst später jetzt dann? Genau, später in 3 Stunden. Und ja, es machen viele Trainer mit, auch wenn es nicht interessiert. Also wer zum Beispiel noch keinen Kampfsport oder sonst irgendwas macht, der kann ja auch gerne vorbeischauen. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt, erster Link in der Videobeschreibung. Mhm. Der Kampfsport selber ist ja generell sehr interessant eigentlich, oder? Mhm, Weil es ist ja nicht einfach nur so sinnloses Verprügeln, sondern echt ziemlich taktisch, wie die vorgehen normalerweise. Genau, ja, deshalb schaue ich eh auch hin. Also ich werde auch alles Mögliche machen, dass ich dann mit dir mitkomme. Mhm, das würde mich auf jeden Fall freuen, ja. Ja, und da schauen wir mal, was wir gemeinsam auf die Beine kriegen an Spenden. Ich kann auf jeden Fall noch kurz den Wikipedia-Artikel des Charge-Syndroms vorlesen. Mhm. Und zwar handelt es sich beim Charge-Syndrom um einen genetischen Defekt, bei dem verschiedene Organe betroffen sind. Das Akronym Charge basiert auf der Abkürzung einiger der häufigsten Symptome, also C, Kolobom des Auges, H, Herzfehler, A, Atresie der Kornen, R, retardiertes Längenwachstum und Entwicklungsverzögerung. G, Genitalfehlbildung und E, Ohrfehlbildung. Und was ich so gelesen habe, ist, steht auch zum Beispiel noch bei Finns Geschichte unten die Diagnose, wie zum Beispiel Schluckstörung, Störung der Tiefenwahrnehmung, linkes Ohr taub, schwere Gedeihstörung, ja,
Und. Die Liste ist nicht kurz. Und das ist eigentlich traurig für so jemanden Junges, gleich mit sowas diagnostiziert zu werden. Manchmal ist das Leben echt scheiße. Ja. So. Das stimmt leider. Und ich hoffe jetzt mal kurz zum Ingame zurückkommen. Ich hoffe, ich finde voll mal ein Fahrzeug, weil ich habe die Zeit verpeilt beim Looten. Wie sieht denn. Oh! Ja. Ja, wie gesagt, guckt vorbei, im Stream wird dann noch einiges mehr erklärt. Mhm. Wir haben heute einfach mal PUBG genommen, um einfach mal, keine Ahnung, irgendein Spiel im Hintergrund zu laufen. Ja, es ist einfach deswegen, weil wir das beide wir beide haben und auch beide gerne spielen, weil wir hätten zum Beispiel auch CSGO spielen können, da wäre ich wahrscheinlich der übelste Noob gewesen und hätte gar nichts auf die Reihe gebracht. Und der Outsider hätte mir wahrscheinlich in eine Elo reingehauen, wo ich nichts zusammenbringe. Oder naja. Und Rainbow ist halt das Problem, dass das Audi das nicht hat. Doch, ich hab schon, nur ich bin scheiße. Ah, du hast es mittlerweile? Ich hab's seit Beginn. Ach so. Ja klar. Ich weiß gar nicht, ob wir bei Ubisoft Uplay da überhaupt befreundet sind. Ich glaube aber schon. Ich weiß aber es gar nicht. Ich hab's auf jeden Fall, ja. Na, aber ganz ehrlich, da haben wir uns dann einfach für PUBG entschieden, eben weil auch das gerade ziemlich beliebt ist eigentlich generell das Spiel. Und wir werden auch im Stream PUBG spielen, also das ist auch der nächste Grund, warum wir auch PUBG genommen haben. Weil es wird auch ein PlayerUnknown's Stream dann, oder? Jo. Natürlich. Und ich mach dann wahrscheinlich gestern und vielleicht morgen noch, wenn ihr das Video seht. Wow, gestern, nice. Noch ein Counter-Strike. Du redest jetzt schon von der Vergangenheit, was erst in Zukunft geschehen wird. Genau, ich mach heute, was bei euch schon gestern ist, noch einen Counter-Strike Global Offensive Stream, in dem ich aber noch nicht so wirklich auf das Thema eingehen werde, sondern einfach nur nochmal das kurz erklären werde. Wenn ihr dieses Video seht, in 3 Stunden, 15 Uhr beginnt mit uns beiden der Stream, bei dem das Ganze nochmal mit Finns Geschichte eben ausführlicher erklärt wird. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir ein paar Zuschauer hätten und vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen groß geteilt wird, ein paar neue Leute dazukommen, die auch wirklich sagen, hey, das ist doch was. Und vielleicht da auch wirklich ein bisschen dafür spenden. Ich habe auch noch gesagt, ich werde auch die ganzen Abo-Dinger, die bei meinem Kanal landen. Ich habe jetzt mittlerweile schon 4 Abonnenten. Danke dafür, Tautau. Ich werde dafür auch noch die 8,50 € oder was auch immer das sind hernehmen. Und auch noch dazu schmeißen, weil ich mir denke, alles für Finn, ne? Ja, ich werde jetzt auch den Rest, was ich an Spenden jetzt einnehmen, wie ich für Finn hernehmen. Einfach, dass wir da eine gute Summe zusammenbringen. Wäre auf jeden Fall ganz toll. Teilt dieses Video, meine Freunde. Oder sagt zu eurer Familie, vielleicht spenden die auch was findet. Wie gesagt, es wird alles hergenommen. Egal, was jetzt reinkommt an Bits oder Spenden oder sonst irgendwas oder keine Ahnung. Wenn mir jemand einen PC schickt, ich verkaufe den und nee, keine Ahnung. Nee, aber es wird auf jeden Fall alles hergenommen und nichts selber behalten. Ich glaube, wenn es so weitergeht. Oh, da liegt Motorrad. Ich dachte schon, das wird so ein billiger Zonentod. Ja, es wird jetzt aber auf jeden Fall knapp, ne? Momentan geht's ja noch, aber es wird schon knapp. Ja, hier liegt ein Moped. Ich hoffe, da ist Benzin drin, weil sonst bin ich im Arsch. Hoffentlich. Ja. Nice. Sehr gut Business. Super. Ja, was gibt's denn noch zum Erzählen? Okay. Was gibt's denn noch so zum Erzählen? Eigentlich. Über das Projekt. Puh! Was kann ich euch noch so Wichtiges darüber erzählen, was noch nicht so. Keine Ahnung, genau. Falls ihr vorbeikommen wollt oder was, es gibt einen kleinen Eintritt. Das heißt, falls ihr da eben ne, hinkommt und so, 40 € für 2 Tage und 25 € für einen Tag, außer ihr seid noch sehr, sehr jung und unter 14 Jahren, dann reicht natürlich eine freiwillige Spende. Das Ganze, was eingenommen wird, wird natürlich auch für das Charity der Störpferde einer Event-Erkennung. Ha,
Brückencamper outplayed Audi. Ja, ich hab's gemerkt, Mann. Natürlich werden diese 40 Euro oder eben 25 Euro nur für die Spende hergenommen. Genau. Also alles, was an Eintritten ist, also ich bin ja schon mit eingelesen, alles, was an Spende, an Einnahmen ist, Eintritte wird für Finn hergenommen. Hey, weißt du was, Tauto, wenn du kommst, dann könnten wir ja voll den geilen Joke machen. Du kommst im Outsider-T-Shirt und ich komme mit dem Tauto-T-Shirt. Dann ist jeder verwehrt. Ja, aber so richtig. Oh Scheiße, Mann. Vielleicht kommen dann Leute und sagen so, oh, ich wusste schon immer, dass Tau Tau ein sehr schöner Typ ist. Dann werden sie sich denken, boah, ist der Outsider hässlich. Ja, genau. War voll fies. Du hast dich voll selbst gedisst. Schön. Ich kann noch erzählen, was in den letzten Jahren so dazugekommen ist. Und zwar im Jahr 2012 wurde für die Lebenshilfe Wales ein Betrag von 1700 Euro erkämpft, im Jahr 2013 waren es 3.300 Euro für das Kinderhospiz Netz und 2014 waren es 2.400 Euro für die Stiftung Kindertraum. Also ich ganz ehrlich, bei Kindern, da helfe ich gerne. Und das Motto der Veranstaltung ist, Kampfsportler und Kampfkünstler haben ein großes Herz und kämpfen für einen guten Zweck. Mhm. Ich freue mich schon auf die ganze Veranstaltung und wie es aussehen wird und was alles so passieren wird. Und naja, gucken wir mal, wie es denn so ausgeht. Hm. Und falls wir sehr, sehr viele Leute dazu bekommen, die sagen, hey, das ist nicht weit weg von mir, ich guck da auch hin, dann können wir ja, keine Ahnung, so ein Meet and Greet oder sowas machen. Hm. Dann bekommen die ekelhafte Unterschriften von mir und gleichzeitig für einen guten Zweck spenden. Yay! Oder weißt du was? Wie wär's, wenn bei mir ein bestimmtes Spendenziel erreicht wird im Stream, bis dorthin, dann poste ich ein Real-Life-Foto von mir auf Twitter. Oh, wie sieht der bloß aus? Bis jetzt gibt's fast keine Bilder von mir. Okay, was kann ich anbieten? An die Top-Donator die Top-Donator bis zum Ende des Spendenziels bekommen, also die Top 3 Donator bis zum Ende des Ziels halt, ne, bis zum 21. und 22.10.2017, die bekommen, keine Ahnung, PlayerUnknown's Battlegrounds Key oder sowas. Das wäre auch eine gute Idee, ja. Ja, ich bin schlau. Schlau. Aber da ich jetzt so ein Goldscheiß auch wie du mache, ist nur beim Top-Spender. Sorry dafür. Der Top-Spender bekommt drei Keys. Von mir gibt's eine Version. Okay, na gut. Also falls die Leute ja Player an uns nicht haben, das musst du ja auch noch mit einberechnen. Ja, genau, sonst könnt ihr euch irgendwas anderes aussuchen. Also bitte so keine im 60-Euro-Bereich halt. Genau, bitte keine Collectors Edition von 500 Euro, danke. Nee, das müssen wir schon dazu sagen. Also so im 30 bis 60-Euro-Bereich, oder? Genau, ja. 30 bis 60 Euro. Kein Spiel unter 30 Euro. Nur höchstens 30 Euro. Also, ja. Ich will bitte Minecraft. Nein, sicher nicht. Wow, ich werd nein. Oh, ja, rechts oben. Ja. Berg. Okay. Ja, ist aber hässlich. Mhm. Zwei sind da, einer ist noch. Ja, oh, guck mal. Was da kommt. Wenn wir jetzt mal werfen können. Ja. Oh. What the fuck? Keine Ahnung. Alter, was hat mit der jetzt reingehaut? Oh, er die kommt gut, die kommt gut. Nein. Oh! Ah, jetzt hat er mich. Sehr geil, umgefallen. Also, wir sehen uns 15 Uhr Stream bei mir und beim Outsider für den guten Zweck. Kommt genau vorbei. Wenn Sie ein bisschen was entbehren könnt, jeder Euro zählt. Genau. Wir würden uns drüber freuen. Ja. Also dann bis später. Dankeschön und bis dann. Tschüss. Ciao.